So, Ashara, schwing deinen süßen Hintern hinten drauf und dann geht's los hier. Schade, dass es bei den Gormak nicht die Option gegeben hat, dass man ihn einfach behält, als Gefährten sozusagen, als, nein, dass man ihn einsetzen kann, so wie Ashara. Das wäre doch was Feines gewesen. So, im Landen auf Korriban. Mit der Fähre. Zack. Die heiligen Ruinen von Korriban. Da ist ja auch sehr Akun. Mein Sith Lord, ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Akolyten sollten in Kürze zurückkehren. Knochengesicht hat etwas Unheimliches an sich. Er spricht kaum ein Wort, aber er hat denselben entschlossenen Blick, den ihr damals hattet. Mogoto ni ompi bedwana, ni bobo, choba uma. Ah, da bist du ja. Mein Sith Lord, es scheint, als hätten wir uns beide geirrt. Darf ich euch euren Akolyten vorstellen? Meinen Gruß. Es gab nur eine Runentafel. Ich interessiere mich brennend dafür, was Knochengesicht beweisen will. Salek. Mein Name ist Salek. Eure Runentafel, mein Sith Lord. Sklavenabschaum! Hast du die Regeln der Akademie vergessen? Man ermordet keine anderen Akolyten. Und erst recht nicht in der Anwesenheit von Zeugen. Es tut mir leid, mein Sith Lord. Ich habe diesem elendigen Hund nichts beibringen können. Ich lasse euch wissen, wenn eine neue Fuhre Sklaven eintrifft. Ach, die nehme ich einfach. Schon gut, Hakun. Ich mag seine Art. Er hat einen Akolyten innerhalb der Akademiemauern getötet. In der Anwesenheit eines Aufsehers und eines Sith Lords. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ist er ein Sklave. Die Traditionen der Sith verlangen, dass er hingerichtet wird. Widerstand ist dumm und fehl am Platz. Ich sage nur, wie es ist. Ich habe ja schon viel mitgemacht und erbärmliche Sklaven in Sith Lords verwandelt. Aber wenn wir uns nicht mehr an die Regeln halten und kaltblütigen Mord tolerieren, ist das Imperium dem Untergang geweiht. Ob wir ihn... Also Hakun töten? Naja. Oder Macht überreden? Zahle kommt mit mir. Komm, Macht überreden. Also jetzt töten, das ist ja, nö, das finde ich unsinnig. Man weiß nie, wozu Hakun noch gut sein kann in der fernen Geschichte eventuell, ne? Man weiß nie, was noch kommt. Nee, komm, hier, Macht überreden. Xalik hat seine Prüfungen regelkonform abgeschlossen. Gebt ihm euer Lichtschwert. Xalik hat seine Prüfungen regelkonform abgeschlossen. Ich gebe ihm mein Lichtschwert.
Glückwunsch, Xalek. So unwahrscheinlich es ist, hast du dir das Recht verdient, ein Sith zu werden. Hier, nimm mein Lichtschwert. Mein Sith Lord. Ich hoffe, du bist kampfbereit. Das bin ich immer. Gut. Sache erledigt. Nutze das vollen Terminal deines Schiffes. Ich glaube, wir können von hier aus einfach direkt aufs Schiff rauf. Müsste eigentlich normalerweise funktionieren. Ja, das haut hin. So, an Bord sind wir schon mal. Ich habe gerade die Treibstoffeinspritzung des unterlichen Geschwindigkeitsantriebs gesäubert. Sie sollten ein... Mein Sith Lord, hier ist Moff Valion Pyron. Es freut mich, euch berichten zu können, dass der Auslöscher fertiggestellt wurde. Aber uns bleibt nicht viel Zeit, um ihn einzusetzen, bevor Thanaton einschreitet. Der Prototyp wurde am imperialen Raumschiff Doombringer angebracht. Trefft mich dort! Ich habe bereits die Moffs eingeladen, die eurer Sache am nützlichsten sein dürften. Ihr müsst nur noch die Überzeugungsarbeit leisten. Gute Arbeit, Moff Pyron. Ich treffe euch dort. Ausgezeichnet. Unter uns, die imperialen Techniker haben sich selbst übertroffen. Wir sehen uns auf der Doombringer. Ein passender Name, Doombringer. Haha! So, warte mal. Reise zur Doombringer. Das machen wir jetzt. Da ist die Doombringer. So, an Bord der Doombringer. Was wird uns jetzt hier erwarten? Warte mal. Nee, da brauchen wir nicht hin. Also das Schiff würde mir sehr gut stehen, finde ich. Das ist mein Schiff, fertig aus. Basta. So, wo ist er denn jetzt hier? Geradeaus. Ah, sie ist da. Dies, meine Freunde, ist die Zukunft des Sith-Ordens. Sie wird das Imperium in neuem Glanz erstrahlen lassen. Was soll ein unbedeutender Sith-Lord schon gegen ein Mitglied des Rats der Sith ausrichten können? Thanaton wird uns alle umbringen. Thanaton wird von Tag zu Tag unerträglicher. Unsere alten und geheimnisvollen Sith-Traditionen werden den Krieg gewinnen, sagt er. Keine ausgebildeten Generäle. Keine Sorge. Wenn ich Thanaton das nächste Mal sehe, ist es aus mit ihm. Dann lasst uns diese Unterhaltung fortsetzen, wenn ich nicht mehr Angst um mein Leben haben muss. Genug, Dolus. Wir sind nicht hier, um euer Gezanke zu hören. Wir sind heute hier, um eine neue Waffe mit dem Codenamen der Auslöscher zu demonstrieren. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ihr habt wohl einen über den Durst getrunken, Pyron. Thanaton hat das Projekt doch eingestellt. Schon bald werdet ihr sehen, wie eine ganze republikanische Flotte verschwindet. Dank der unermüdlichen Anstrengungen unseres Helden des Imperiums. Mein Sith Lord? Feuer! Moffs, Generäle, heute werdet ihr sehen, wer die wirkliche Macht im Sith-Imperium besitzt. Nicht der Rat der Sith, nicht Thanaton, sondern ich. Wenn ich meinen rechtmäßigen Platz eingenommen habe, werden sich alle vor meiner Macht verbeugen. Isaac, bereitet den Auslöscher zum Abschuss vor.
Moff Pyron, mein Sith Lord. Wir empfangen ein imperiales Signal. Doombringer, Darth Achillon auf der Carnage erbittet Unterstützung im Kampf gegen die republikanische Flotte. Wiederhole, die Carnage braucht Unterstützung. Feuert den Auslöscher. Pusten wir diese Flotte vom Himmel. Setzt die Waffe ein. Nein, wartet. Wenn ihr den Auslöscher jetzt abfeuert, ist es um die Carnage und Achillon geschehen. Darth Achillon ist einer von Talatons Kumpanen. Um ihn ist es nicht schade. Ihr würdet wissentlich ein imperiales Schiff zerstören? Das ist Verrat, Graham. Die Flotte würde ihn so oder so vernichten. Wenn wir ihm zu Hilfe kämen, würde das Imperium gleich zwei Schiffe verlieren. Mein Sith Lord? Feuer. Sagt der Carnage, dass wir uns um die Flotte kümmern werden. Aber sie müssen auf sichere Entfernung gehen. Ja, mein Sith Lord. Captain, übermittelt die Nachricht. Die Carnage befindet sich außer Reichweite, mein Sith Lord. Wir haben freie Schussbahn auf die feindliche Flotte. Pustet die Flotte vom Himmel. Captain, feuert den Auslöscher ab. Aye, aye, Sir. Doombringer, hier ist die Carnage. Was ist gerade passiert? Diese Flotte hätte euch vernichtet. Doombringer, hier ist Darth Achillon. Wessen Idee war es, diese Waffe gegen die republikanische Flotte einzusetzen? Ah, der kleine Emporkömmling, den Thanaton tot sehen will. Ich sollte euch eigentlich vernichten, aber ihr habt mich und meine Crew gerettet. Lebt wohl. Stehst in meiner Schuld. Unglaublich. Achillon ist nicht dafür bekannt, Rückzieher zu machen. Richtig. Ihr müsst wirklich Eindruck bei ihm hinterlassen haben, mein Sith Lord. Wir wären mehr als interessiert daran, mit euch eine Allianz einzugehen. Moff Pyron, sorgt dafür, dass jeder dieser Männer einen Auslöscher für sein Großkampfschiff bekommt. Ich denke, diese Zusammenarbeit wird Früchte tragen. Natürlich, mein Sith Lord. Na los, meine Freunde. Es gibt viel zu bereden. So sieht das doch gut aus. Eine ganze Flotte vernichtet. Mit nur einem Schuss. Okay, benutze das Holoterminal deines Schiffes. Und dahin gehen wir erstmal wieder zurück. Wieder an Bord. Sie wieder auf diesem Schiff zu sehen, wärmt mir stets meine Schaltkreise. Es erinnert mich daran, dass ich immer noch funktioniere. Eure Energie ist bemerkenswert. Wer hätte gedacht, dass das Auslöscherprojekt so großen Erfolg haben würde? Ich frage mich, warum ihr Darth Achillon nicht getötet habt, als ihr die Gelegenheit hattet. Ich denke, die Republik ist gut genug darin, unsere Schiffe selbst zu zerstören. Gesprochen wie ein wahrer Patriot. Das hat jetzt ein Ende. Ich rufe ein Kagat aus. Einen Wettstreit um die gegenseitige Auslöschung. Machtbasis gegen Machtbasis. Wer für mehr Blutvergießen sorgt, gewinnt. Dem Sieger gebührt ewiger Ruhm. Dem Verlierer blühen Tod und Schande. Möge der bessere Sith gewinnen. Möge der bessere Sith gewinnen.
Corellia ist die Arena. Das Kagat beginnt, sobald ihr landet. Wenn ihr aufgebt, seid ihr entehrt und werdet von jedem Sith des Imperiums bis ans letzte Ende der Galaxis gejagt. Mein Sith Lord, das war ein offener Kanal. Thanaton hat das Ganze übertragen. Er will, dass jeder die Entwicklung des Kagat verfolgen kann. Er ist auf Corellia fest verschanzt, aber das Imperium schlägt dort eine wichtige Schlacht. Das Chaos könnte von Vorteil sein. Mit eurer Erlaubnis werde ich nach Corellia kommen, damit euch die Flotte unterstützen kann. Eine sehr gute Idee. Für meine Zwecke mehr als ausreichend. Jawohl, mein Sith Lord. Ich versuche, etwaige Schwächen in Thanatons Machtbasis auszumachen. Sehr schön, sehr schön. Also auf nach Corellia. Der letzte Planet in dieser Klassenquest. Thanaton hat mich zu einem antiken Duell namens Kagat auf der Oberfläche Corellias herausgefordert. Ich habe akzeptiert. Barstwe Godzai Akran, Bayrowandans, Ja, Wanjantans, In Ufkunpa. In Pamelhap Fralat Forte Fuima, Alaisos, Kaskav Tais. Dann werde ich mein Bestes geben, um zu siegen. Anagudano was. Ni Parasebis Jurawiskom, Ufra Nenimja. Auf Corellia herrscht jetzt absoluter Krieg. Vom Imperium gehalten, von der Republik herausgefordert und jede Menge Widerstand. Hört sich so an, als würde Thanaton versuchen, euch und gleichzeitig die Republik zu schlagen. Er benutzt diese Schlacht, um sein Prestige im Kagat zu steigern. Ja, das ergibt Sinn. Gibt es einen besseren Weg, Ruhm zu ernten, als die Schlacht? Anabudano was, ni parasebis jurawiskom, ufra nenimja. Moff Pyron sagte, er werde auf der Oberfläche warten. Ich mag ihn nicht besonders. Aber ihr braucht jeden Verbündeten, den ihr kriegen könnt. So, also Moff Pyron, das ist jetzt mein wichtigster Verbündeter auf jeden Fall. Trifft sich mit Moff Pyron. Jo, da landen wir jetzt. Mein Sith Lord, Thanaton hat keine Zeit verschwendet. Er hat alle Transportmöglichkeiten vom Planeten abgeschnitten und euch hier festgesetzt. Wenn ich mich auf Corellia nicht frei bewegen kann, kann ich das Kagat nicht gewinnen. Thanaton will euch die Macht nehmen. Meine Flotte ist auf dem Weg. Aber solange wir hier festsitzen, kann auch sie nichts tun. Darth Chanus kann euch bei dem Transportproblem helfen. Aber wir müssen verstehen, was uns erwartet, wenn wir etwas unternehmen wollen. Er kann nicht erwarten, dass ich ewig hier festsitze. Er wird einen Plan haben und ich will dafür bereit sein. Ich lasse meine besten Analytiker daran arbeiten, euch alle Informationen zu beschaffen, die wir kriegen können, mein Sith Lord. Mein Sith Lord, Moff Pyron. Thanaton hat den Kommandanten der 115. beim Inselaußenposten entlassen. Lord Scar soll nun den Posten übernehmen. Scar ist Thanatons Schüler. Thanaton will vermutlich seinen Sieg beim Kagat sichern, indem er die Schlacht beim Inselaußenposten gewinnt. Ich wäre vorsichtig. Er macht es uns zu einfach. Stellt seinen Schülern unsere Schlagdistanz. Anscheinend sind ihm die Risiken den Ruhm wert, den er im Kampf gewinnen kann. Oder? Scar ist ein Köder. Doch,
Lord Scar könnte auch die langfristigen Ziele seines Meisters kennen. Dieses Wissen wäre unbezahlbar. Ich habe keine Wahl. Ich muss Scar angreifen, ob es nun eine Falle ist oder nicht. Das könnte unsere beste Chance sein, Thanatons Pläne zu erfahren und sie zu vereiteln. Doch ich muss euch bitten, Scar nicht zu töten, bis wir ihn ersetzen können. Ohne einen Kommandanten wird der Außenposten garantiert fallen. Was immer ihr tut, versucht so viel wie möglich über Thanatons Pläne zu erfahren. Gute Informationen sind der Schlüssel zum Sieg. Okay, es geht also gegen Lord Scar. Alles klar. Okidoki. Naja, Lord Scar wird wahrscheinlich nur ein leichtes Hindernis für uns sein. Wir sollen gucken, ob wir es verkaufen können oder reparieren. Womit kann ich dienen? Ah ja, das können wir verkaufen. Es müsste auch eigentlich schlechter. Ja, ist schlechter. Sehr schön, sehr schön. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja, Willem. Ach, da ist wieder der Willem. Kenn ich auch aus anderen, aus der vorherigen Klassenquest. Da war ich ein paar Mal gewesen, mein Willem. Stimmt. So Leute, ich beende erstmal die Aufnahme hier. Und ich werde erstmal gleich ein bisschen essen. Es ist gleich Mittag. Und hab mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ich finde es klasse, dass ihr immer noch dabei seid. Ich würde mich auch mal freuen über einen Daumen hoch oder halt meine Kommentare. Klasse, das wäre klasse von euch. Dankeschön. Und ich sage dann mal bis morgen, wenn es hier weitergeht hier mit der Klassenquest. Bis dahin, euer Rode. Ciao. Habt noch einen schönen Tag.